Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pro Evolution Soccer 2018 auf der PlayStation 4. Borussia Dortmund empfängt den ersten FC Köln. Bundesliga, die Bundesliga neigt sich dem Ende zu, so langsam aber sicher, ein paar Spiele sind noch, aber wir werden natürlich auch noch das Halbfinalspiel gegen Manchester United haben und zweite Platz festigen, zweite Platz sichern ist das Ziel, nachdem die Bayern dann doch schon viel zu weit entflohen sind. Angespielt. Sehr gut. Aber zweiter Platz wäre in Ordnung. Halbfinale, Champions League, auch das ist ja in Wolf Köln. Ja. Durchaus als Erfolg zu verbuchen. So, unser Ball. Kölner machen hier ordentlich Dampf. Haben ein interessantes Pressing am Start. Leider dann vorbei gehechtelt. Die KI hält mir den Ball manchmal einfach zu stark. Oh, Bartra mit einem traumhaften Ball. Aber den muss Reus erstmal verarbeiten. Ja, warum denn nicht? Ein kurioses Tor. Und ich glaube, wenn noch Horn da im Tor steht, sah er mal nicht ganz so gut aus. Aber auch vorher schon. Das Tackling da auf außen, da muss eigentlich der Verteidiger, oder ein bisschen Glück oder weniger Pech hat der Verteidiger den Ball eigentlich. So ist Reus durch und denkt sich, ach komm, zieh mal einfach drauf. Ja, was soll schon schief gehen? Und da ist nichts schief gegangen. Wir schauen uns das mal an. Zweikampf da oben. Gut. Behält Marco den Ball und dann, müsste Horn sein. Aus der Distanz sieht es auch aus wie Horn. Und er sieht ja auch richtig, richtig schlecht aus. Wir schauen uns das nochmal an. Ja. Und dann der satte Abschluss zwar, aber nee, den kann er ja rausköpfen eigentlich. Also, 1-0, siebte Minute, wird dem BVB gut tun, aber die Kölner werden dann natürlich nicht begeistert sein. Und der tickt daneben. Ich habe kein Glück heute in der Session mit Lupfern, ne? Eigentlich alles richtig gemacht, oder? Hier der Ball gewinnen und dann geht Mbappé ab. Gegenspieler orientiert sich an ihn und dann Horn kommt raus und hoi. Ich glaube, die Höhe passte. Die Höhe passte, aber der geht links am Tor vorbei. Upsa. Oh, der kommt durch. Nein, geht dran vorbei. Also durch kommt er schon, aber geht am Mitspieler. Oh. Unglaublich. Richtig Kuddelmuddel hier. So, den Ball irgendwie mal nach vorne bringt. Also die Kölner sind äußerst aggressiv, gehen sie auf jeden ballführenden Spieler drauf. Mbappé ist jetzt mit nach oben gekommen. Hä? Und dann kriege ich den Ball nicht, weil er da irgendwie in eine andere Richtung geht. Das ist aber meiner jetzt. Einwurf Köln. Interessant, wie die Elf vom Rhein hier agiert. Nicht Niederrhein, das sind die anderen und da ist der Ausgleich. Ja, tut mir leid. Seit dem Einwurf hatte ich keinen einzigen Zugriff mehr irgendwie auf Gegner oder Spiel oder Ball. So, zack, 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 zack und zack. Und dann stehen sie da leider irgendwo rum. Und sie orientieren sich auch gar nicht an ihn. Ne? Das ist erstmal jetzt
vollkommen egal. Gut, 1-1. Ausgleich für Köln. Und die sind wirklich heiß, ne? Die sind richtig heiß. Ui. Oh ja. Der kommt nicht durch, Horn diesmal aufmerksam. Komm ich nie dran. Gibt sogar noch Freistoß. Aber dafür wird er doch keine Karte geben, oder? Hier, Vogt. Ah, kriegt unten am Knöchel die Spitze von Herr Dele Alli spüren. Und dann ist das zu Recht ein Freistoß. Ballbehandlung. Guerrero von seiner Verletzung wieder zurück. Erstmal jetzt wieder im Team der Dortmunder. Och, Göttchen. Abpraller bleibt beim Kölner Spieler. Ah, hat er gut aufgepasst. Ah, der soll gar nicht so weit nach vorne gehen. Mbappé mit Aubameyang. Ober läuft und läuft dann doch nicht. Ui. War der nicht hingespielt, aber gut. Schlampig. Ballgewinn. Ah, Reus. Eigentlich dachte ich, ich wäre mit der Bewegung schon dran vorbei, aber bei Pässen wirst du immer wieder überrascht. Denkst du bist vorbei und dann kommt doch noch von irgendwo einer angeschossen. Weil da hinten angenommen. Aber einen Schritt nach vorne wollte er sich wohl nicht nehmen lassen. So, langer Ball. Welch Wunder. Der kommt natürlich an. Haken nach innen. Habe ich eigentlich abgedeckt. Dachte ich. Nee. Aber der erste Ball, wenn der sitzt, ihr verarscht mich doch. Jetzt mal ohne Scheiß, ihr verarscht mich doch. Was ist denn hier los? Ja, Osako, schönes Tor, aber das gucken wir uns dann nochmal an. Ich meine, gut, den Ball, klar, kommt da an, alles gut, kommt da nicht an. Dann direkt, ja, direkt nach vorne, findet sein Mitspieler, der legt ab. Und dann ein Seitfallzieher am Mann, Innenpfostentor. So, nochmal, hier, direkt, bumm, warum nicht? Wer kann, der kann. So, Kopfballduell. Verliere ich natürlich. Und dann ist es kein Foul. Ja. Kopf ist niedrig. Bein ist hoch. Wie auch immer. Aber dass der dann reingeht, ist eine Wonne. Oha. Oben. Eigentlich laufe ich da schon hin. Hat geklappt. Gut. Ich gerade hier so schwer mit dem ganzen Scheiß. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die sind ja auch mit mehr Spielern oder so. Die sind Überzahl unten, aber auch in der Mitte aktiv. Kommt Reus da durch? Schauen wir mal. Reus kommt da durch. Und dann verliert er auf einmal ein Tempo. Es ist kaum zu glauben. Bitte. Ja, weiß ich. Aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? So, nu? Ah ja. Da geht der Ball original dran vorbei. Kein Zugriff. Hier passieren gleich wieder ganz schlimme Dinge. Achtung. Hopplack. Oh, da ist noch eine. Na, da habe ich den Ball nicht hingespielt. Habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Aber egal, komm. So. Abseits. Von dem Schock muss ich mich erstmal erholen, ja, dass sie dann blind irgendwie zweimal nach vorne kommen und zweimal direkt treffen. Einer per Seitfallzieher. Obwohl ich da im Mann stehe. Ist halt so. Ja, da brauche ich zu lange. Da warte ich auch zu lange. Den kriegt er noch, richtig? Ah, okay. Nicht mehr. So. Unten läuft Toljan. Wollen wir mal gucken hier.
nach oben gespielt. Und nach oben, also von oben nach rechts ist schon eigentlich ein Unterschied. Reus, Innenpfosten, Tor, 2-2. Mensch, sehr gute Übersicht von Pierre-Emerick Aubameyang. Alter Abwehrspieler kommt von oben nach unten gezogen und bietet dadurch den Raum. Lücke war auch noch da. Ja. Und ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass er gegen den Pfosten und raustickt. Aber alles gut. Hier die Bewegung war gut. Dann macht er den Fehler. Kann den Pass nicht verhindern. Ball geht durch und Ball geht rein. 2-2. So darf es sein. Munteres Spielchen. Ah. Wenn der Verteidiger da nicht gerade in dem Moment einen Schritt macht und die Beine zu hat, kriegt er den auch gestoppt. Ne? Dann bleibt der Ball nämlich hängen. Ah, langer Ball. Kennen wir. Kennen wir und können wir. Halbzeit. Also, ein munteres Spielchen hier im Signal Iduna Park. Köln schockt mit 2 Schüssen aufs Tor. Ist ja wie beim FM hier. Mit 2 Schüssen aufs Tor den BVB. Treffen doppelt. Das erste Tor von Dortmund war aber auch schon ziemlich dankbar eingeleitet von Horn. Was geht denn hier ab? Lauf! Ja, danke. Er wird langsamer und langsamer und langsamer und dann ist der Ball dann auch irgendwann weg. Lauf, Reus! Ball weg! Das kommt überraschend. Ball wieder weg, Tor! Drei Schuss? Drei Tore! Und wieder Osako. Ich hab's nicht gut geklärt, zugegeben, aber... Ich hatte auch nicht wirklich, also hier bleibt der Ball natürlich bei Köln, im Fuß. Direktabnahme wieder mal, also wieder mal eine Direktflanke. Ja, da habe ich gar keine Wahl. Okay, ich habe ihn schon die ganze Zeit nach unten gedrückt. Aber da habe ich gar keine Wahl, irgendwie den Ball zu verarbeiten. Da, bumm. Kopfball gewinne ich. Wie so häufig bleibe ich dann nur zweiter Sieger und oh, der war nicht mal sonderlich platziert. Oh. Was? Hä? Ellie spielt den Ball. Was willst du? Hä? Okay, komm. Pff, ja, okay. Wenn du meinst. Komm hier aus. Also für mich spielt er erst Ball und dann ist Bein dabei, aber ich kann die Entscheidung tatsächlich nachvollziehen. Das mache ich richtig geschickt, ne? Pedro kann leider keinen Ball stoppen. Er wurde verlernt. Oh, der ist nicht drin! Der ist nicht drin! Wie bitte? Das gibt es ja gar nicht. Warum springt mir denn der Ball so weit von Fuß? Ach so. Weil ich nicht Köln bin. Können das. Auch wieder klug. Für wen gibt es einen Freistoß? Ach, für Köln natürlich. Aber auch das war richtig geschickt. Der soll hoch weiter eigentlich auf den Flügel. Ich weigere mich jetzt, jegliche Benny Hill Musik zu spielen, aber anscheinend hat sich Birki gesagt, was der Horn kann, ja? Das kann ich schon lange. Ja. Give it to me, baby. Weigel im Kopf, weil willst du auch nicht haben. Zieh doch einfach mal ab, der geht doch eh rein. Achso, er macht das geschickt, er macht das über Bande. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich spiele gerade nicht mit. So, den Kopf haben wir noch hinbekommen, natürlich in den Fuß. Und dann kommt ein Pass, dann kommt noch ein Pass und dann wird abgefälscht und dann landet der Ball wieder bei Köln und dann kommt irgendwie die Fußspitze und Blöcki läuft da halb raus, ich weiß nicht warum. Klärt dann mal zur Ecke, alles gut. 3-2 Köln. Und keiner weiß warum. Na, kommt er zu mir? Der kommt zu mir, ich werde bescheuert. Nur leider hört Marco dann auf zu laufen.
hier ist keiner mehr. Waren alle wunderbar vorne. Ah, schade. Mehr Power hatte der Schuss gerade bei den Kölnern auch nicht. Und da hat der Torhüter... Geh doch hin. Warum läuft Schahn da vom Ball weg? Ja, du musst in die Mitte vorrücken. Das ist doch kein Pressing. Das ist doch hier... Zug und Deluxe. So, Toljan. Oh, was denn? Mbappé läuft einfach nicht mehr weiter. Manchmal haben sie diese Eigenschaft, da gar nicht mehr weiterzulaufen. Das ist sehr schade. Geht da was? Geht da was? Nein, da geht nichts. Und dann lösen wir es in Barcelona-Manier. Den habe ich hoch Dreieck gespielt. Aber ich habe nichts von hoch gesehen. Kann auch an mir liegen. Ich bin alt. Meine Augen machen nicht mehr so viel mit wie die gesunde junge Augen. Aber ich meine, ich habe hoch gespielt. Grandiose Ballannahme. Weiß ich dann nicht, was ich machen soll. Irgendwie lauft ihr hier Wege, die mir nicht bekannt sind. Okay. Ja, komm. Ja, da wird nix. Ja, das war blöd. Oh, wie die sich bewegen. Scheiß die Wand an. Die können so schnell die Richtung wechseln. Sicher, dass das Köln ist und nicht Barcelona? Uah! Abgeblockt, ja selbstverständlich. Und dann landet der in den Händen von Horn. Ah, komm nach unten. Das ist doch unglaublich. Wenn ich das vergleiche mit dem Ball wegticken gerade bei Guerrero, habe ich hier das Gefühl, die Kölner sind die beste Mannschaft der Welt. Hallo! Auch der war witzig. In die Mitte. Ah, da ist nichts los. Ach du Scheiße, habe ich nicht hingespielt. Macht ja auch wenig Sinn, ne? So, der ist durch, komm. Und Ober versucht es durch die Beine und dann mit dem, ja, war schön. War eine schöne Aktion, aber ich glaube, da geht jetzt auch gar nichts mehr rein. Auch der Spielzug war in Ordnung. Ah, in der Zeitlupe sieht man es leider ein bisschen nicht ganz so gut. Und wieder sind sie da. Wie verhext, Freunde. Es ist gerade wie zugenagelt. Da geht nichts mehr irgendwie ins Tor. Es ist der Kölner auf der Linie, glaube ich, der den Ball... Sah nicht so aus, als wäre es Horn gewesen. Nicht dran. Kann auch mal den Ball, der Ball mal verspringen. Ach du Schande. Nein, da habe ich nicht hingespielt. Warum tust du mir das an? Hä? Haben wir. Komm. 10 Minuten noch. Kölner ist einfach schneller, dreht sich um und ist direkt wieder im Ballspeed. Und Horn macht es hier richtig risky. Nicht wieder ins Aushüpfen, ne? So ist gut. Ellie. Flanke kommt, Tor! Na also! Da haben sich zu sehr auf Aubameyang, glaube ich, konzentriert. Und dann kommt Kylian Mbappé aus dem Raum hinten und trifft den Ball. Endlich der Ausgleich. Der erlösende Ausgleich. Der verdiente Ausgleich? Ja. Wenn man die Aubameyang-Chance davor nimmt und dann nach der Ecke dann die Riesenchance, würde ich schon sagen, also von der Qualität der Chancen her, Köln macht auch nicht mehr so viel. Ja, Elli mit dem starken Solo und dann, ja, Ober geht gar nicht hoch, bindet aber trotzdem seinen Gegenspieler und hinten
Hinten passiert nicht so viel. Und Mbappé, nicht ganz so das Kopfballungeheuer ist, kann dann einnicken. Ja, wunderbar. 3-3. Ist noch ein bisschen Zeit. Köln wechselt aus. Ich überlege, ob ich auch wechseln soll. Lass es aber. Ein interessantes Spielchen auf jeden Fall, ja. Komm. Ach, warum bleiben die mal stehen beim Pressing? Ui. Irgendwie habe ich einen ganz anderen Bewegungswechselrhythmus als die KI. Auch hier, machen sie gut, ne? Weiß nicht, und der geht durch mich durch. Ist doch im Aus, oder? Nein, der ist nicht im Aus. Natürlich. Ach, komm schon! 4-3 Köln, Wahnsinnsspiel. Komm, ist egal. Ignorieren wir einfach mal, was hier gerade und wie es passiert. 4-3, alles gut, 86. Minute. Ich habe an so vielen Stellen keine Ahnung, was da gerade passiert. Ich kann es mir manchmal gar nicht erklären. Hier, wie der Ball... Nein, halt, stopp. Das schauen wir uns jetzt alles nochmal an. Weil ich krieg echt hier das Kotzen. So, pass auf. Nee. Schön zurück. So, pass auf. Hier fängt es ja schon an, ne? Nein, eigentlich fängt es schon vorher an, glaube ich. Egal, sehen wir nicht. So, hier fängt es an. Da ist der Ball. Nun gut. So. Annahme lang, ist klar. Lang muss drin sein. Lang, bei mir wäre übrigens immer aus gewesen bei der Annahme. Lang muss immer drin sein. So. Hier. Wie schnell kann der eigentlich seine. Guck mal. Zack, runter. Bewegungswechsel kann ich nicht. Können alle meine Spieler nicht. Schade. Dann kommt die Flanke und natürlich gewinne ich das Kopfballduell. Natürlich, was auch sonst. Und natürlich geht jedes verdammte Kopfballduell in den verkackten Fuß und natürlich muss es eine Direktabnahme sein. Ja, weil ohne Direktabnahme geht bei der KI, das macht ja gar keinen Spaß. Direktabnahme muss schon hier am Mann sein. Wenn ich meine Bewegung so schnell ändern wollen würde, wie die es tun, ne? Würde ich wirklich Herpes bekommen. So, Ober. Da ist kein Durchkommen. Nochmal oben mitnehmen, jawohl. Och, du Schande! Unabhängig davon, dass ich da oben gar nicht hingespielt habe. Unabhängig davon. Was ist das? Der Ball bleibt bei uns. Okay, komm. Dally Alli treibt den Ball nochmal nach vorne. Habe ich einen Krüppeldaumen gerade oder was? Den habe ich lang auf Ober gespielt. Ich meine, warum auch nicht? Hä? Controller-Check? Check? 1, 2, 3, check? Natürlich fällt er den. Hand. Rot, grün, alles. Und natürlich kann er aus der Drehung den Ball zum eigenen Kollegen spielen. 4-3 Köln, Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich habe aber, sorry, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Tja. Ist halt so. Ich weiß auch nicht, wo er da die Bälle teilweise hingespielt hat. Auch in der Endphase. Ich meine, da hätte man ja jetzt nochmal so einen Steilpass hoch irgendwie auf Ober versuchen können. Und mal gucken können, wo der landet, aber da war nichts mehr möglich. Er hat da die Bälle immer dahin gespielt, wo ich keinen Vertrag mit habe. Okay. Bellerin steigt und steigt. Wahnsinn. Brun Larsen hat sich enorm verbessert als Leihspieler. Ja, der kommt irgendwann mal wieder. Beste hat sich verbessert. Ja, 65 Gesamtbewertung. Bellerin kann jetzt Innenpreller. Was für ein Spiel. Junge. Ich möchte auch mal, dass ich so schnelle Bewegungswechsel... Ey, Lukaku ist zurück. Yay. Nur auf einen neuen Spiel aufmerksam gemacht. Ja, das ist schön. Aber mein Kader ist ja eh rappelvoll. Wen haben sie mir denn da rausgefischt? Mein Kader ist ja so voll, dass ich ja sowieso nichts machen kann. Marcos Alonso? Savage, der Jute... Sergej Milinkovic, Savic und
Wijnaldum von Liverpool. Nee, jetzt bei Bayern. Natürlich. Ja. Oscar? Ach so, von Shanghai. Ja. Also Savic finde ich sogar tatsächlich interessant und wir werden ja auch früher oder später nochmal einen zentralen was passiert hier eigentlich? So, Mittelfeldspieler brauchen dürfen. Offensiver Außenverteidiger. Marcos Alonso. Ist doch nicht original, oder? 28, ja doch, den wird es wohl schon geben. Hm. Und was haben wir hier? Lemar Malcolm. Ja, von Bordeaux. Und Lemar ist von... ja, der war schon vorher Monaco, das stimmt. Bordeaux, der Jute Malcolm, José Gaya, Valencia, Sinkgraven, sagt mir auch nichts. Und Mina, ja. Der kolumbianische Innenverteidiger. Ist ja, glaube ich, wo ist der mittlerweile? Ist der nicht auch bei Real oder so? Irgendwo müsste der auch schon rumlaufen. Jut. Ja, was haben wir denn jetzt? Achso, hier ist immer noch Bentoncure. Okay. Den wir uns immer noch nicht holen können, weil voll. Alles klar. Nächste Folge dann gegen die Schanzer. Gegen Ingolstadt. In Ingolstadt. Entschuldigung. Im Augenwinkel denke ich, so ist ja auch so. Nein, Ingolstadt. Alles gut. Und dann zu Hause das Hinspiel gegen Manchester United. Ich freue mich. Ich hoffe ihr auch. Das wird wieder wild. Und die pure Verständnislosigkeit in einigen Szenen bei mir. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt am Ball. Euer Gotti. Tschüssi. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn in dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gotti LP.